Herzlich willkommen zu unserem BWP-Berufesteckbrief. Heute stellen wir Ihnen den Ausbildungsberuf Geomatiker, Geomatikerin vor. Ein relativ junger Beruf, er wurde erst 2010 entwickelt. Ein Großteil der Geomatiker arbeitet im öffentlichen Dienst, zum Beispiel im Vermessungs- oder Katasterwesen. Nur rund 12% arbeiten in der Privatwirtschaft. Hauptaufgabe von Geomatikerinnen und Geomatikern ist es, Prozesse des Geodatenmanagements zu gestalten. Was das genau bedeutet, wollten wir aus erster Hand erfahren. Daher haben wir zwei Auszubildende eingeladen, um mit ihnen über ihre Geomatiker-Ausbildung zu sprechen. Damit ergänzen wir den Berufesteckbrief, der in unserer BWP-Ausgabe 1/2022 veröffentlicht ist und der ein paar Daten und Fakten zum Beruf zusammenstellt. Malte Birnbaum macht seine Ausbildung im Bundesamt für Kartografie und Geodäsie in Frankfurt und ist im dritten Ausbildungsjahr. Tom Tänzer ist im zweiten Ausbildungsjahr bei der Firma ARC Green Lab in Berlin. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Hallo. Der Beruf Geomatiker ist ja nicht so bekannt. Wir haben mal Leute auf der Straße gefragt, was sie sich darunter vorstellen. Kennen Sie den Ausbildungsberuf Geomatiker? Geomatiker? Nein, gar nicht. Ich habe gar keine Vorstellung, was das sein könnte. Ich meine, ich habe davon gehört, aber ich kann mir darunter nichts vorstellen. Hat das mit Geometrie zu tun oder nicht? Nee, glaube ich nicht, oder? Ich würde es jetzt eher so in der Geologie verorten und dann irgendwie mit einem technischeren Hintergrund. Geomatiker kenne ich tatsächlich nicht, nein. Können Sie sich darunter was vorstellen? Hat das etwas mit, ich weiß nicht, was Geo eigentlich bedeutet, aber irgendwas vermessen, irgendwas mit der Erde vermessen? Irgendwas mit Geografie und Mathematik. Nun, das war doch jetzt schon mal nicht ganz so verkehrt und ganz so schlecht, aber jetzt wollen wir es von unseren Experten wissen. Herr Birnbaum, erklären Sie uns, was macht ein Geomatiker? Ja, die Frage kriegt man sehr häufig gestellt, wenn man gefragt wird, was man für eine Ausbildung macht. Das weiß so gut wie kaum einer, was das für eine Ausbildung ist. Und ich erkläre es dann immer so, dass es eine Mischung aus dem Vermesser ist und dem ehemaligen Kartografen. Also man lernt quasi ein Drittel des Vermessers und zwei Drittel des Kartografen. Nur, dass man halt nicht wie der Kartograf noch händisch Karten zeichnet, sondern die ganze Arbeit am PC macht, digital. Herr Tänzer, wie beschreiben Sie den Beruf, wenn Freunde oder Bekannte Sie danach fragen? Ich sage immer, Geomatiker verarbeiten mithilfe von spezieller Software Daten zu Karten, Lageplänen und dreidimensionalen Darstellungen. Sie heben besondere Eigenschaften räumlicher Gegebenheiten hervor, modellieren teilweise auch Veränderungsprozesse und visualisieren natürlich Pläne. Ein Geomatiker erfasst und beschafft die Daten teilweise auch selbst, indem er Vermessungen durchführt oder die Daten eben von anderen Anbietern bezieht. Also das heißt, Sie sind im Feld und im Büro aktiv? Richtig. Warum wollten Sie Geomatiker werden, Herr Tänzer? Wie sind Sie denn auf diesen Beruf gekommen? Nach meinem Schulabschluss habe ich nach Berufsausbildung im Bereich Geografie gesucht, bin dann relativ schnell auf die Ausbildung zum Geomatiker gestoßen und war von den abwechslungsreichen Tätigkeiten und Aufgabenbereichen begeistert. Zum einen eben das Arbeiten im Büro am Computer und zum anderen das Arbeiten im Außendienst draußen in der Natur. Ich fand auch toll, dass der Beruf Geomatiker ein zukunftsorientierter und vor allem zukunftssicherer Beruf ist, der voraussichtlich in den nächsten Jahren in weiteren Branchen Anwendung findet, beispielsweise beim Thema Umweltschutz. War Geomatiker, Herr Birnbaum, nach Ihrem Schulabschluss auch Ihr Wunschberuf oder Ihr erster Beruf, der Ihnen in den Sinn gekommen ist? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe direkt nach meinem Abitur erstmal ein Maschinenbaustudium angefangen, welches ich jedoch abgebrochen habe und bin durch einen alten Schulkameraden aus der Grundschule auf Berufsausbildung des Geomatikers aufmerksam geworden und dachte, das hört sich sehr interessant an, weil ich auch in
der naturwissenschaftlichen Fächern mein Interesse hatte. Also das heißt, maßgeblich kam die Info durch einen Bekannten. Haben Sie dann noch ein bisschen weiter recherchiert oder haben Sie gedacht, nö, ach, wenn der das gut findet, reicht mir das, dann finde ich das bestimmt auch gut? Also durch den ersten Input wusste ich schon mal, dass er mir gefallen könnte, der Beruf, und habe natürlich dann noch im Anschluss im Internet recherchiert und habe gedacht, ja, das passt sehr gut. Vorhin wurden schon diese vielfältigen Daten erwähnt. Herr Birnbaum, wo kommen denn die Daten her, mit denen Sie arbeiten? Mit welchen Partnern innerhalb und außerhalb des Bundesamts arbeiten Sie denn zusammen? Also unsere Daten stammen hauptsächlich von den verschiedenen Bundesländern. Wir kaufen aber auch Daten Dritter, zum Beispiel Adressdaten von der Deutschen Post. Aber wir benutzen auch Open Data, wie zum Beispiel Daten von OpenStreetMap. Wir pflegen quasi die ganzen Daten der Länder zusammen und stellen diese bereit für Bundeseinrichtungen, wie zum Beispiel das THW oder die Bundespolizei. Was machen Sie mit solchen Adressdaten? Die Adressdaten benutzt man zum Beispiel, um Daten zu geokodieren. Das bedeutet, durch das Hinzufügen der Adressdate an einen bestimmten Punkt gibt es ein Programm, welches den automatisch in das Koordinatensystem einpflegen kann. So dass, wenn ich das jetzt mal laienhaft zusammenfasse, geografische Daten mit den Adressen verknüpft sind. Genau. Was sind denn zurzeit die Schwerpunkte Ihrer Arbeit als Geomatiker im Bundesamt für Kartografie und Geodäsie? Schwer zu sagen, weil wir alle Abteilungen durchlaufen bei uns im Bundesamt und jede Abteilung hat halt einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Es geht von Erstellen von Symbolen bis hin zum Erstellen eines Straßenatlas, zum Beispiel für den THW, oder das Interpretieren von Satellitenbildaufnahmen, aber auch einfach das Pflegen der Datenbank, der Daten der Länder, um diese dann aufzubereiten und Produkte für unsere Kunden zu erstellen. Waren Sie auch befasst mit Daten im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe in der Eifel im vergangenen Sommer? Ja, das ist sehr richtig. Also dafür haben wir eine extra Abteilung, das nennt sich das SKD. Das ist der satellitengestützte Lage- und Krisendienst. Die sind für solche Extremfälle zuständig und haben auch eine Rufbereitschaft, dass sie eben für solche extremen Naturkatastrophen kurzfristig einspringen können, um Lagekarten zu erstellen, um sich eine Übersicht zu erschaffen über das Krisengebiet. Ja, das ist spannend, Herr Tänzer. Ich frage mich, Sie sind ja bei einem privaten Unternehmen tätig, ob Ihre Aufgaben trotzdem ähnlich sind wie die, die Malte Birnbaum gerade beschrieben hat, oder unterscheiden die sich? Die Aufgaben unterscheiden sich insofern, als dass ich viel mit 2D- und 3D-Programmen, sogenannter CAD-Software, arbeite. Ich erstelle für unterschiedliche Kunden Lagepläne, Geländemodelle, Querschnitte sowie 3D-Modelle. Ich georeferenziere Daten, stelle also einen Raumbezug beispielsweise auf einer Karte her, bearbeite die Daten und migriere, also überführe sie in verschiedene Systeme und Programme. Mache aber auch Leitungsdokumentationen, das heißt, ich dokumentiere in Geoinformationssystemen Internetleitungen, Stromleitungen sowie Wasser- und Gasleitungen. Wir reden viel über Daten, die referenziert werden und im Raum irgendwo verortet werden. Wer sind Ihre Auftraggeber, Ihre Kunden und wozu benötigen die diese Daten? Ja, unsere Auftraggeber sind sowohl Behörden von Bund, Ländern und Kommunen, als auch Unternehmen der Privatwirtschaft, also zum Beispiel Bauunternehmen, Unternehmen der Ver- und Entsorgung, Telekommunikations- und Transportunternehmen sowie Planungs- und Ingenieurbüros. Okay, und was machen die dann oder was fordern die von Ihnen für Daten an? Wozu brauchen die die? Bei der Leitungsdokumentation von Internetkabeln für Telekommunikationsunternehmen benötigt der Auftraggeber beispielsweise den Weg vom Internetanbieter zum Endverbraucher, also dem Kunden, um in erster Linie zu wissen, auf welchen Kabeln und durch welche Schächte der Internetdienst läuft. Dadurch können eben Probleme schneller lokalisiert und gegebenenfalls behoben werden. Herr Birnbaum, haben Sie noch ein Beispiel aus irgendeinem letzten
Projekt oder Auftrag, an dem Sie gearbeitet haben, was auch noch mal veranschaulichen kann, um welche Daten es geht und wozu die letztendlich dann benutzt werden? Wenn man sich vorstellt, wofür wir heutzutage überall Geodaten benutzen, und das war nicht wirklich bewusst. Also wenn man jetzt zum Beispiel denkt, wie komme ich jetzt von hier zu meiner Arbeit oder von hier zum nächsten Supermarkt, benutzt man normalerweise immer irgendeine Navigations-App. Und das sind ja alles Geodaten, die man so für selbstverständlich nimmt und die quasi so schon in unserem Alltag drin sind, dass wir die gar nicht bewusst wahrnehmen. Und auch viele Entscheidungen sind ja auch von Geodaten abhängig. Zum Beispiel, welche Wohnung beziehe ich? Liegt die gut zu der U-Bahn? Wo öffnet der nächste Supermarkt seine Filiale? Das sind ja alles Entscheidungen, die auf Geodaten bzw. auf einer räumlichen Kausalität beruhen. Also könnte man sagen, ohne Geodaten kein Google Maps, was wir jeden Tag wie selbstverständlich nutzen. Genau. Herr Birnbaum, was gefällt Ihnen an Ihrer Ausbildung denn besonders gut? An meiner Ausbildung gefällt mir besonders gut, dass sie gut strukturiert ist. Also wir hatten gute einführende Schulungen in die speziellen Fachprogramme, aber auch nochmal die grundlegenden Programme haben wir kennengelernt. Außerdem haben wir viele Referatseinsätze und durchlaufen viele verschiedene Referate innerhalb unseres Amtes und lernen somit verschiedene Tätigkeiten kennen. Und man kann seine Kreativität ein bisschen ausleben. Beim Erstellen von Karten kann man selbst entscheiden, wie man sie designen will, was für eine Farbgebung, was für eine Schrift. Und das Design der Symbole, also auch die Kreativität, kommt nicht zu kurz bei dem Beruf. Also Mediengestalter mit Datenbankkenntnissen, das ist ja eine tolle Kombination. Ja. Welche Voraussetzungen sollte man denn für den Beruf mitbringen, Herr Tänzer? Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist in meinen Augen das sorgfältige und genaue Arbeiten am PC. Man sollte also gut mit dem Computer umgehen können, Freude am Umgang mit unterschiedlichsten Programmen haben und auch die Fähigkeit besitzen, räumlich und logisch zu denken. Man sollte aber auch flexibel sein, da der Geomatiker durchaus wechselnde Tätigkeiten sowohl im Innen- als auch im Außendienst hat. Ja, das hört sich alles sehr interessant an und sehr vielfältig vor allen Dingen auch und bietet sicherlich auch eine spannende Berufstätigkeit. Sie sind jetzt im zweiten und im dritten Ausbildungsjahr. Haben Sie sich irgendwie schon Gedanken gemacht, was Ihre Zukunftspläne sind? Also was würden Sie gerne nach Abschluss der Ausbildung machen? Also da ich ja schon viele Referate kennenlernen durfte, würde ich mich natürlich für eins bewerben, welches mich persönlich interessiert. Und überlege eventuell noch ein weiterführendes Studium, was eventuell auch berufsbegleitend stattfinden kann. Verraten Sie uns noch, welches Lieblingsreferat Sie im Auge haben, wo Sie gerne weiterarbeiten würden? Also zuletzt waren wir im SKD eben tätig, im satellitengestützten Krisen- und Lagedienst. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und da könnte ich mir vorstellen, in Zukunft zu arbeiten. Und wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Tänzer? Haben Sie schon Pläne? Ja, auf jeden Fall möchte ich natürlich als Geomatiker weiterarbeiten, eventuell auch an Fort- und Weiterbildung teilnehmen oder ähnlich wie Herrn Birnbaum sogar ein Studium im Bereich Geodäsie oder Kartografie absolvieren. Ja, dafür wünschen wir Ihnen ganz, ganz viel Erfolg und herzlichen Dank, dass Sie uns so anschaulich aus Ihrer Ausbildung berichtet haben. Ja, vielen Dank auch meinerseits. Auch vielen Dank meinerseits. Das war unser Podcast zum Berufesteckbrief Geomatiker. Herzlichen Dank an Malte Birnbaum und Tom Tänzer für ihre anschaulichen Berichte. Den dazugehörigen Steckbrief mit ausgewählten Zahlen und Fakten zum Beruf finden Sie in der BWP-Ausgabe 1 2022 oder online unter bwp-zeitschrift.de/17705. Thank you.